The Force is with you, young Skywalker. The Force is with the Jedi is with us. It's energy. Surround your enemy. You failed, you failed. I'm Jedi. Like my father. I find your lack of faith disturbing. It's a trap! The Force is with you, young Skywalker. Und da sind wir auch schon wieder. So, es geht weiter. Es geht direkt los und zurück in die Schlacht. Denn wir müssen immer noch R2-D2 beschützen und viel ist nicht passiert. 7 Minuten haben wir noch. Kurz für euch nochmal umstellen. So. Und jetzt bin ich im Spiel. Mal gucken, ob ich diesmal was Besseres schaffe als den vorletzten Platz. Ich habe mich ja hochgekämpft vom letzten auf den vorletzten. Mal schauen, wie weit es noch geht. Immerhin habe ich diesmal das Nachladen hingekriegt. Ah. So, den Androiden werden wir jetzt hier einfach mal losschicken. Hoffentlich macht er auch was. Er macht gar nichts. Du bist komplett nutzlos, mein Freund. Jetzt aber nicht viel aus da. Ah, von der Seite. Ich hab's fast fühlen können. Es war klar, da kommt irgendwas von der Seite. Ah, aber ich habe ihm ein paar Sekunden Evakuierungszeit verschafft. Warum ist das Leben dieses Androiden mehr wert als meines? Das frage ich euch. Ich bin ein Mensch, ich habe Gefühle. Ich kann mich verlieben. Warum ist dieser Android mehr wert? Und warum kriege ich es nicht hin? Und warum ist Denk Me Up immer noch auf meinem Server? Ich habe doch längst angeregt, dass ihn da jemand runterschmeißt. Kann ich das nicht auch nehmen? Ah, leider in die falsche Richtung. Ha! Luffy. Na gut, du darfst das. Du bist der König der Piraten. Beeilt euch, sonst überrennen sie uns. Ich hasse euch alle so sehr auf dem Server. Ihr seid alle in meiner Hassliste. In meinem Buch der uncoolen Leute. Und schon wieder 100 Meter weg vom Evakuierungspunkt. Das werden wir nie schaffen. Oh! Der Möwenmann hat mich... Mit einer, was war das eigentlich? Es war ein Megaschuss. Mit dem hat er mich erledigt. Hat nur drauf gewartet. Man hat's gesehen. Er hat nur gelauert. Ey, mit der Scout-Pistole. Ein Schuss und weg war ich. Da kann doch was nicht stimmen. Aber habt ihr gesehen, wie viele da am Start sind? Das ist ganz schön voll. So ein bisschen, wie wenn beim Aldi neue Medion-Laptops verkauft werden. Direkt sehen wir genau diese Szenen. Auch mit Waffen und Toten und Explosionen. Nein, nicht die Konsole. Jetzt wird er langsam wahnsinnig. Wie kriege ich die Konsole weg? Warum ist sie hier?
Herzlich willkommen bei Battlefront, dem Rennsimulator. Rennen Sie so lange, bis Sie erschossen werden. Alter, wie die alle wegfetzen. Wow, 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 wow. Nehme ich eben die Abkürzung, mir doch egal. Ich sehe hier nie jemanden sich hinknien. Ist das vielleicht gar nicht so erwünscht? Ja, nee, hier gehe ich nicht rein. Trotz Schutzschild keine gute Entscheidung. Oh, wow! Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Haha, ihr habt gedacht, ich helfe ihm. Ein Scheiß tue ich. Jeder ist sich selbst der Nächste, vor allem bei den Rebellen. Es geht um viel mehr als um deine Haut. Ah, immer diese Granaten, die sollten verboten werden. Wir müssen zu diesem Droiden, bevor sie seinen Speicher löschen. Mach doch noch mehr Druck. Dieses Infanteriegeschütz wäre jetzt eine sehr gute Wahl, wenn ich es richtig einsetzen kann. Da, es kämpft. Es kämpft für mich. Selbst wenn man was sieht. Und dieser blöde Möwenmann, der macht das wirklich die ganze Zeit. Der steht einfach da und ballert seine Granaten in die Ecke. 25 Sekunden noch. Das wird sehr, sehr schwer. Eine Niederlage haben wir erlitten. Und ich habe, wie ihr seht, mich auf Platz 3 hochgekraxelt. 12 Kills, 25 Verluste, aber ich bin nicht der Allerschlechteste. Es gab tatsächlich auch Leute mit 30 und 34. Und schon wieder ist Dank Me Up ganz oben. Du bist eine armselige Mistratte. Wie du dich hier einfach festzeckst auf diesem Server, wo offensichtlich wir alle keine Ahnung haben. Rang 8 und 61 Punkte habe ich noch bekommen. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal, wir haben noch 7, also wir haben jetzt spielen seit 8 Minuten. Okay, dann werden wir also auf jeden Fall noch eine Session schaffen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich, dass es jetzt endlich läuft und dass wir hier langsam reinkommen. Ich finde wirklich, wir kommen langsam rein. Doch, 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 doch. So, ich hätte gerne mal was ordentliches. Standardblaster, Schockblaster, Blastergewehr. Ach, warum nicht? Nehmen wir doch mal das. Habe ich noch irgendwas Sinnvolles hier? Nein. Scout-Pistole kann man auch mal nehmen. Warum kann ich die denn nie nehmen? Irgendwas muss ich hier nochmal checken. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Oh. So, jetzt geht's wieder los mit dem Controller. Verteidige während des Bombenangriffs die Sternzerstörer. Na gut. Wollen wir nochmal gucken, ob ich das kann. Ach, wie schön der aussieht, oder? Der Keil im Weltall. Wundervoll. Also einfach das Design von Star Wars ist auch nach 1000 Jahren immer noch geil. So, kurz mal gucken. Habe ich nämlich mich verkabelt aus Versehen. So, jetzt besser. Natürlich nehme ich den Abfangjäger. Die Rebellenallianz hat den Hyperraum verlassen und greift an. Jetzt ist unser Fernzerstörer. Haltet sie auf! Ah!
Oh, da ist er. Den nehme ich mir. Den krall ich mir jetzt. Oh, wo ist er denn? Am besten immer warten, bis man schießt. Also bis man wirklich eine... bis man einen guten Schuss hat, sozusagen. Guten Winkel. Erst dann sollte man wahrscheinlich ballern. Denn dann können die nicht mehr rechtzeitig abhauen. So erging es mir ja auch ein paar Mal schon. Hat ihm aber auch nicht viel gebracht. Trotzdem gut gemacht, gut geschossen. Wo sind sie denn? Die Y-Flügler. Oh, den werden wir alle machen. Da werden wir mal draufballern. Ja, der Millennium Falcon. Und jemand anders hat abgestaubt. Rebellenjäger auf 6 Uhr. Schüttel ihn ab. Ich glaube, ich gehe mal in die Cockpit-Perspektive. Oh, nee, das ist keine gute Idee gewesen. Wie soll man denn hier irgendwas machen? Wie können die überhaupt irgendwas hinkriegen? Pass auf, du hast einen feindlichen Jäger im Nacken. Okay, dann gehe ich mal lieber weg. Schüttel ihn ab! Luke, zieh hoch! So. Wo sind sie? Da. Ich dachte, ich schaffe es noch schnell irgendwie. Na gut, nehme ich mal einen TIE-Jäger. Gucken wir da mal ins Cockpit. Sieht genauso aus. Die Verteidigung dieser Kampfstation entscheiden. Haltet die Rebellen von den Fern. Hier Omega 12. Von mir aus kann es losgehen. Das ist mit der Cockpit-Perspektive ganz schön schwer. Das lasse ich lieber. Du hast eine Rakete am Hals. Ey, dieser eine Typ, ne? Dieser eine Typ. Was würde ich dafür geben, den jetzt hier direkt vor mir zu haben? Wehrlos und naja, egal. Überragende Ausbildung, ich weiß ja nicht. Da war gerade Leck oder so. Habt ihr auch gesehen, war alles ganz plötzlich irgendwie anders als kurz vorher. Okay, wo sind welche? Ich brauche Opfer. Unser Sternzerstörer ist ungeschützt.
Rebellen haben seine Schildgeneratoren zerstört. Verteidigt! Abgehauen oder ist er zerstört worden? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch reingeflogen. Hat sich geopfert. Gut für ihn. Okay, sie haben es geschafft und wir sind jetzt in der zweiten Ebene. Mittlerweile kennen wir das ja alles schon. Jetzt nochmal von der anderen Seite. So, keinen reinlassen. Ah, ich nehme mal die E11. Die Rebellen wollen einen Droiden befreien, auf dem wichtige Informationen gespeichert sind. Lasst sie nicht mit ihm entkommen. Nee. Das ist keine gute Waffe für diese Gegend hier. Zumindest nicht so, wie ich spiele. Das wäre toll, wenn da mal einer durchkommen würde. Leia Organa, wo denn eure Sektor? Komm, Drohne, mach es! Ja, die Drohne hat... sich als nützlich erwiesen. Als nützlicher als ich. Eigentlich sollte ich statt der Drohne einfach... Naja, egal. Knapp. Oh, shit, Granate. Jetzt bleibe ich einfach mal hier liegen und hoffe, dass mich keiner sieht. General Lando Calrissian ist in eurem Gebiet. Bringt ihn zur Strecke. Ach, okay, der war noch da. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, der wäre schon längst weg. Oh, eine andere Waffe. Ich probiere mal hier diese Blasterpistole. Oh, shit. Beim nächsten Mal werde ich auch noch meine Karten unten rechts variieren. Da habe ich ja im Moment gar nichts drin. Wir haben das ist auch Unterstützung nicht gut. Einen Kopfgeldjäger geschickt. Der Möwenmann. Du bist mein Partner. Das ist nicht meine Karte. Informationen gespeichert. Lass nicht zu, dass der Stoßdruck das Internierungsdeck erreichen kann. Oh, Lando Calrissian. Ach so, okay. Der Schmuggler Calrissian ist Geschichte. Ich weiß. Prinzessin Organa ist Geschichte. Okay, ich wechsle mal schnell zur Maus und Tastatur. Das war dumm. Ich dachte, da kommt vielleicht gleich jemand. Habe ich mich gerade wirklich selbst umgebracht? Ich weiß noch nicht mal wie. Ich habe das Original nicht mitgekriegt. Aber
Na gut, es muss irgendein Umgebungsfeuer sein. Ah, das war der Schuss. Naja, muss man mit leben. Wir müssen die Rebellen aufhalten. Boah, der macht wirklich die ganze Zeit diesen einen Schuss. Das ist ein guter Schuss, aber... Das ist doch nicht mehr feierlich. Aber immerhin kommen sie nicht ran. Das ist ja schon mal was. Oh... Uiuiui. Andere Waffe. Probieren wir mal wieder hier so eine alte Spritzpistole. Ja, die sieht gut aus. Die gefällt mir. Ey, wie schafft er das denn, mich mit diesem Ding abzuballern, während ich aus vollen Rohren auf ihn einballere? Irgendwas mache ich doch extrem falsch, aber irgendwie will es mir nicht in den Sinn. Aber gut, egal. Als Team machen wir es richtig, denn als Team führen wir gerade, schaffen es, den Druiden zu verteidigen. Die kriegen wir nie. Oh, oh, Granate! Es sind eine Menge Granaten hier im Umlauf. Graneninflation. 2 zum Preis von einem Leben. Boah, muss ein bisschen weiter nach hinten. Hau ab, Druide! Dich braucht keiner. Mann, hier werde ich beschossen, ohne was zu machen sogar. Okay, hier bleiben wir jetzt, ne? Hier bleiben wir jetzt erstmal ganz kurz. So, du kannst... Geh du raus. Geh du raus, nicht ich. Man muss tun, was man tun muss. Oh, oh. Ach, komm, jetzt mal im Ernst, ey. Das ist doch scheiße. Okay, sie haben nur noch 5 Minuten, um den Druiden zu holen. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Ey! Mach die doch alle! Oh, gut, 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 gut. Da kommen die von der anderen Seite. Ich glaub's ja nicht. Ist ja voll die Taktik. Alter, von hinten, von überall. Ja. Oder nein, das war ja einer von uns. Blockiert alle Zugänge zum Zellengrad. Die Rebellen wollen einen Droiden stehlen, der sensible Daten gespeichert hat. Naja, immerhin habe ich meine Granate noch losgekriegt. 5 Minuten noch. Also genau die Zeit, die wir noch brauchen, um diese Session hier zu beenden. Ich weiß, es war nicht die skilligste,
Es war sicher auch nicht die interessanteste, es war nicht die lustigste, es war nicht die vorbereitetste und es war nicht die informativste Folge Multiplayer mit den Bohnen. Aber es war die einzige mit mir und Star Wars. Verdammte Scheiße, das gibt's doch nicht. Denk mir ab, du blöder Erntedenkfest, ey. Du Dreckschwein. Und da ist schon wieder einer. Von hinten in den Rücken. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben die den in den letzten Minuten noch geholt. 4 Minuten. Naja, immerhin weiß ich, dass ich mit dem Blaster eine ziemlich gute Waffe jetzt hier habe. Ich meine, das sind glaube ich alles Blaster, aber der, den ich jetzt gerade habe, der blastet ganz besonders gut. Der Stoßtrupp hat den Ruin befreit. So, das Infanteriegeschütz werde ich direkt ablegen, sobald mir irgendwas auffällt. Hier habe ich es jetzt mal abgelegt. Und es ist kaputt. Der Kopfgeldjäger Greedo wurde rekrutiert, um euch gegen die Rebellen zu helfen. War das Greedo? Das war Greedo. Ich glaube, es war Greedo. Ah, da ist Darth Vader. Los, mein Freund. Du bist der Allerbeste. Renne, renne mit deinem Umhang. Der flatternde Umhang des Terrors. Du bist der Schrecken, der den Todesstern durchflattert. Da, genau. Und alle konzentrieren sich auf mich. Dieser undenkbare Drecksack. Okay, 2 Minuten 50. Ihr könnt jetzt unter www.rocketbeans.wetten.de Wetten abschließen. Schafft das oder schafft er es nicht? Ich würde gegen mich wetten. Aber ich darf leider nicht. Rocketbeans Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ah. Da reicht wirklich ein Schuss. Das ist eine Waffe, da reicht ein Schuss. Und man sieht nur noch Sterne im All. Ist das ein Gegner oder ist es... Nee, er schießt nicht, okay. Oh. Tschüss. Ich folge dem Imperator überall hin. Okay, 1:30 und die haben noch nicht mal die Hälfte des Weges zurückgelegt. Ob das noch was wird? Oh, kann ich jetzt mein Infanteriegeschütz irgendwo mal platzieren? Damit es mich vor Infanterie schützt. Hier vielleicht? Nein. Das hört sich an, als wäre der Krieg. So, hier stelle ich es jetzt hin. Zerstört diesen Droiden. Mach was. Mach was draus. Warum hast du mir nicht geholfen? Was kann das Geschütz überhaupt? 1 Minute noch. Lass die Rebellen nicht in den Hangar. Das ist wieder Fluchtweg. Ja, da haut er ab. Hau doch ab, Luke. Luke, Scheißtalker. Ich hätte ihn so gerne gehabt. Ich war so knapp dran. Ich war so knapp dran. Ich hatte ihn fast. Jetzt werde ich ihn mir schnappen. Schlappt die Rebellen zurück. Skywalker ist besiegt. Das war ich. Man kommt nicht weg. Sie haben noch 20 Sekunden und sie haben noch einen kleinen Weg hinter sich. Vor sich. Und einen langen hinter sich. Die Frage ist wirklich, ob sie es jetzt in den allerletzten Sekunden noch schaffen. 8 Sekunden. 7 Sekunden. Oh. 4, 3, 2, 1. Bitch! Jawoll ja! Sieg! Der Druide wurde verteidigt. Dieser Druide ist nun unser Druide. Ihr seid alle Nullten. Ja, wow, das war jetzt wirklich, ich muss hier gerade mal echt... kurz nochmal gucken, wo ich war. Ey, habt ihr gesehen, wie ich mich wirklich
wenn wir jetzt noch 15 Runden gespielt hätten, wäre ich auf Platz 1. Also ich war erst die allerletzte, dann war ich der Vorletzte, dann war ich der Vorvorletzte und jetzt war ich der Vorvorvorletzte. Also es kann ja eigentlich ganz klar, wie bei einer Aktie, Tendenz nach oben, Freunde. So, wir hören jetzt hier auf. Es war mein großes inneres Blumenpflücken. Es war auf jeden Fall eine schöne Map. Eigentlich würde ich jetzt sagen, mit meiner Lieblingsmap von denen, die ich bisher gespielt habe. Ich finde, das Geld, wenn ihr immer noch Battlefront spielt und vor allem noch spielen wollt, dann ist es das Geld auf jeden Fall wert, weil letzten Endes lebt Battlefront ja auch vom Star Wars Feeling. Und also hier kriegt man die volle Packung Star Wars Feeling. Viel mehr kann man eigentlich nicht mehr haben. Die haben alles dabei. Sternzerstörer, irgendwelche X-Wings, A-Wings, Y-Flügler. Dann gibt es diese verschiedenen Optionen, dass man eben erst, erst fliegt, dann schießt und dann am Ende eben noch diese Beschützermissionen. Das ist an sich ganz schön. Also ich finde, hier hat man eine Menge Unterhaltung. Ob das das Geld, was eine Map letzten Endes kostet, wert ist oder sogar den Kauf eines 40€ Season Passes, das will ich jetzt nicht beurteilen, das wage ich nicht zu beurteilen, aber ich glaube, ihr kriegt das schon alleine raus, ob für was für euch ist oder nicht. Das war's. Ich sage tschüss für die Rebellen gegen das Imperium. Ihr findet mich auf diesem Server. Und da werde ich jetzt, weil ich jetzt noch stundenlang weiterspielen werde, irgendwann ganz oben, ihr findet mich ganz oben an der Spitze. Da will ich hin.